Der Flughafen Wien knackte 2019 erstmals die 31-Millionen-Marke. Ein derartiges Passagierwachstum wirkt sich dementsprechend auf die Standort- und Terminalentwicklung aus. Ich glaube, das Wesentlichste ist hier sicherlich die Aufenthaltsqualität für unsere Passagiere. Von den Gateflächen über Shopping und Gastronomie, natürlich die ganzen Prozesse, das heißt die Wartezeiten bei den Sicherheitskontrollen, die Pünktlichkeit der Flüge. Und in all diesen Bereichen sind wir zum Teil schon besser geworden in den letzten Jahren. Und mit dem Terminalentwicklungsprogramm wollen wir hier natürlich in den nächsten Jahren noch deutlich besser werden. Wir haben hier grundsätzlich bis 2023 geplant, 500 Millionen Euro in die Terminalinfrastruktur zu investieren. Wir sanieren den Terminal 2, wir sanieren den Pier Ost und dann gibt es die große Erweiterung des Terminal 3. Mit der sogenannten Süderweiterung. Und damit schaffen wir zusätzliche Shopping-Gastronomieflächen, neue Aufenthaltsflächen, neue Loungeflächen, vor allem aber auch zusätzliche Flächen für Sicherheitskontrollen. Und wenn wir dann mit diesem Programm fertig sind, dann wollen wir den 5. Stern nach Wien holen. Selten zuvor ist Freud und Leid so nahe beieinander wie gerade an einem Tag wie heute. Was meine ich damit, wenn wir auf unser Ergebnis für das Jahr 2019 schauen, dann war es ein wirklich gutes und erfolgreiches Geschäftsjahr. Jetzt gibt es natürlich eine große Unsicherheit insgesamt, wie das Passagierverhalten oder wie sich die Passagierzahlen im Jahr 2020 entwickeln durch das Coronavirus. Zurzeit sehen wir ja doch deutliche Rückgänge von rund 10%. Aber ich glaube, die entscheidende Frage wird hier, wie sich das Reiseverhalten im Sommer verändern wird und ob es sich verändern wird. Und dann wird man in 1 bis 2 Monaten, glaube ich, gut einschätzen können, ob wir unser Ziel von einem Wachstum von 3 bis 5% im Jahr 2020, ob wir das erreichen werden oder ob wir das anpassen müssen. Ich glaube, grundsätzlich kann man sagen, mit dem Passagierrekord von 31,7 Millionen Passagieren im letzten Jahr hatten wir ein sehr, sehr starkes Wachstum. Dementsprechend ist auch diese Krise jetzt für uns in keinster Form existenziell wirklich bedrohlich, aber insgesamt für die gesamte Reisetourismusbranche hat es natürlich im Jahr 2020 eine sehr deutliche Auswirkung. Der Flughafen Wien auf den Weg, ein Five-Star-Airport zu werden, mit der Intention, Europas führender grüner Airport zu sein. Hier wollen wir weiter auf zusätzliche Solaranlagen setzen, um hier selbst Strom zu produzieren mit Solarenergie. Wir werden noch Sondergeräte in den nächsten Jahren umrüsten von Dieselbetrieb auf Elektro und mit diesen Maßnahmen und viel, viel mehr wie einer genauen Kontrolle der Klimaanlagen, der Wärme, wollen wir hier in den nächsten Jahren einer der ersten Flughäfen sein, der echt CO2-neutral ist. In other words.